Ein LKW voll beladen mit Sprudelkisten ist am Donnerstagmorgen auf der Hunsrück-Höhenstraße in den Straßengraben gekippt. Der LKW-Fahrer aus dem Bonner Raum war in Richtung Koblenz unterwegs, als er beim Spurwechsel bei weniger Rad die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Der LKW geriet auf den Randstreifen und beschädigte ein Verkehrszeichen. Beim Gegensteuern geriet der Hänger ins Schleudern und kippte um. Menschen wurden nicht verletzt. Aus Trier wurde ein Bergefahrzeug angefordert. Zunächst wurde die Ladung gesichert, anschließend der Unfalllastwagen inklusive Hänger mit Spezialgerät geborgen. Die Hunsrück-Höhenstraße war in der Zeit einspurig gesperrt. Die Polizei schätzt, dass etwa 80.000 Euro Sachschaden entstanden sind. Der Fahrer des Lastwagens muss mit Konsequenzen rechnen. Ein Alkoholtest hatte bei ihm 1,8 Promille ergeben. Seinen Führerschein musste er abgeben.